eine Regierung, die zulässt, dass die Hälfte der Bevölkerung ein Rentenniveau auf dem Hartz-IV-Satz bekommen wird, hat völlig versagt. Hier wird eine ganze Generation um ihre Zukunft betrogen. Wir müssen uns mal vorstellen, dass die Hälfte der Bevölkerung mit 70 dann irgendwo noch einen Hausmeisterjob oder Zeitungsaustragen übernehmen wird, um im Alter über die Runden zu kommen. Und das in einem der reichsten Länder der Erde. Das ist mehr als ein sozialer Skandal. Die Bundesregierung muss aus ihrem rentenpolitischen Koma aufgeweckt werden. So kann es definitiv nicht weitergehen. Und es müssen folgende Maßnahmen dringend ergriffen werden. Das Rentenniveau muss wieder erhöht werden. Die Absicherung des Grundsicherungsniveaus auf 43% ist unerträglich, weil es werden dann auch die Durchschnittsverdiener, auch die, die mehr als 2.100 Euro verdienen, werden definitiv in die Altersarmut gehen. Zweitens, wir müssen eine armutsfeste Mindestrente von 1.050 Euro durchsetzen. Es kann nicht sein, dass wir praktisch ein Rentensystem haben, das nicht einmal die Armutsgrenze von 1.050 Euro als Mindestsicherung garantiert. Ein solches Rentensystem ist auf die Dauer nicht tragfähig. Und wir müssen wissen, dass die rot-grüne Koalition und später die Große Koalition diesen rentenpolitischen Kahlschlag verbrochen hat. Sie sind jetzt auch in der Verantwortung, ihn wieder rückgängig zu machen. Dazu gehört im Übrigen auch, dass diese unsägliche Riester-Rente endlich beerdigt wird. Sie ist für die meisten Leute ein definitives Minusgeschäft. Und für die Menschen, die in der Grundsicherung sind, für die ist es sogar ein wirklicher Rentenbetrug. In Wirklichkeit werden nur die Arbeitgeber entlastet. Deswegen müssen die Ansprüche aus der Riester-Rente wieder in die gesetzliche Rentenversicherung überführt werden und die paritätische Finanzierung der Rentenversicherung wieder eingeführt werden. Alle müssen gleichmäßig in die Rentenversicherung einbezahlen. Dann ist auch eine auskömmliche Rente finanzierbar. Darüber hinaus hat sich erwiesen, dass die Rente ab 67 eben nichts anderes ist als ein Rentenabsenkungsprogramm. Auch das muss dringend beendet werden. Die Leute müssen wieder mit 65 abschlagsfrei in Rente gehen können, damit sie eine auskömmliche Rente bekommen. Das sind die dringendsten Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Darüber hinaus ist völlig klar, wer über die Rente redet, darf über die Löhne nicht schweigen. Wenn wir weiterhin so viele Menschen in dem Niedriglohnsektor haben, wenn wir weiterhin so viele Menschen in unsicheren Arbeitsverhältnissen wie Leiharbeit oder unfreiwilliger Teilzeit, Mini- und Midi-Jobs und so weiter haben, werden sie kein gutes Rentenniveau ansparen können. Wir müssen wieder zu dem Grundsatz zurückkehren, dass die Löhne, dass die Menschen von ihrer Arbeit auskömmlich leben können und eine Rente ansparen können, die ihren Lebensstandard im Alter sichert. Das bedeutet dringender Umkehr von einer Politik des sich ausdehnenden Niedriglohnsektors, bedeutet Erhöhung des Mindestlohnes dringend auf 10 Euro und perspektivisch auf 12 Euro. Wir brauchen heute schon 11,50 Euro, um ein Rentensicherungsniveau zu erreichen, das über der Armutsgrenze liegt. Das sind die dringendsten Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen.